Servus. Lieber Bene, ich habe auch für dich drei Bilder mit dabei, die du heute für uns kommentieren darfst. Und wir starten mit diesem äußerst attraktiven Mann. Zinedine Zidane. Was verbindest du mit ihm? Ja, ein Idol meiner Kindheit, auch jetzt noch. Ich glaube, war ein überragender Fußballer und jetzt auch ein sehr, sehr guter Trainer, der dreimal hintereinander die Champions League, glaube ich, gewonnen hat. Und ja, ist auf jeden Fall ein Vorbild von mir. Wie wichtig sind dir persönlich Vorbilder? Ja, ich glaube, man kann sich immer die ein oder anderen Sachen abschauen. So habe ich jetzt eigentlich kein anderes Vorbild. Man orientiert sich immer an anderen Spielern, an guten Spielern, was die besonders machen oder was sie gut machen. Inwieweit ist dir das auch manchmal bewusst, dass du ein Vorbild sein kannst oder bestimmt auch bist für einige junge Spieler? Ja, wenn man älter wird und dann mal das ein oder andere Autogramm schreibt und die kleinen Kinder fragen und was wissen wollen, dann merkt man schon, dass man ein Vorbild ist. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache für einen. Das ist mein Papa. Vorbild, ja. Mein größter Kritiker. Wichtige Person natürlich in meinem Leben. Nach jedem Spiel kann ich mir was anhören, was gut und was schlecht war. Er war selbst Sportler, ein begnadeter Handballer. Dadurch auch sehr ehrgeizig. Und ja, das hat er so auf seine Söhne übertragen, das Ganze. Und ich habe gelesen, es war dein allererster Fußballtrainer. Also ich war noch ganz klein. Meine Nachbarn haben mir immer erzählt, dass wenn ich nicht so gut drauf war im Spiel, dann hat er von der Seite geschrien. Dann habe ich auf dem Spielfeld zum Heulen angefangen. Wollte auch nicht rausgehen. Habe dann ein oder zwei Tore geschossen und dann war das Ganze wieder gegessen. Inwiefern hat er dich geprägt als Trainer? Ja, als Trainer würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht sagen so viel, weil ich echt noch klein war. Ich glaube, das Ganze, die Unterstützung über die Jahre, über die 7 Jahre, wo ich halt auch in Mainz war und in der Jugend dann auch noch in Mainz war und bei 60 das Ganze, das kann man so als Förderung sehen. Die ganzen Fahrten, die auch meine Mama mitgemacht hat, das ist schon was ganz Besonderes. Dann sind wir auch schon fast durch. Ja, Justin Timberlake, ein großartiger Musiker, ein absoluter Weltstar, war letztes Jahr auch auf dem Konzert von ihm, beeindruckend auf jeden Fall, ja. Gibt viele gute Lieder von ihm. Sexy Back. Auch eins von ihm. Ja, ich höre eigentlich immer Musik, oder was heißt immer, also oft beim Autofahren, zu Hause. Wenn der Fernseher mal nicht läuft, dann ist irgendwo die Musik an. Musikgeschmack ist alles, bis auf Heavy Metal, würde ich jetzt mal sagen. Aber über bayerischen Hip-Hop und, sag ich mal, dann Pop von oder aus Amerika, dann höre ich mir eigentlich alles an. Und Carpe Diem. Hey Jan-Fans, ihr wollt mehr über den SSV Jan Regensburg auf YouTube sehen? Checkt unsere Playlists und nicht vergessen, abonniert unseren Kanal.